Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Die Männer stehen schon am Grill und deswegen nehmen wir euch ganz spontan mit, während wir unsere Grillbeilage zaubern. Die geht super schnell, super einfach und ich würde sagen, die zeigen wir schon mal die Zutaten. Wir benötigen für unser Rezept einmal eine Packung Pilze. Das sind hier die braunen, die haben wir schon mal mit einer Bürste abgebürstet und vom Stumpf ein bisschen entfernt. Dann benötigen wir noch zwei Paprika, die haben wir hier einfach in so Dreiecke geschnitten, also in so gröbere Stückchen. Ein Teelöffel getrockneten Thymian, ein Teelöffel getrockneten Oregano, eine Knoblauchzehe, ein bisschen Muskatnuss, Salz, Pfeffer und ein bisschen Olivenöl. Nach Versuch 3 sagen wir euch jetzt endlich, was wir jetzt als nächsten Schritt machen. Und zwar werden wir die Pilze jetzt mit ein wenig Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen und danach mit ein bisschen Olivenöl einwirken lassen. Und dann geben wir da noch so ein bisschen Knoblauch noch hinzu. Den pressen wir einfach mit der Knoblauchpresse einfach rein. Und jetzt marinieren wir die Paprika einfach auch noch mit einem Teelöffel Thymian, einem Teelöffel Oregano, ein bisschen Olivenöl und auch noch mal ein ganz, ganz klein bisschen Knobi. Und jetzt nehmen wir uns einfach solche Grillspieße zur Hand und dann spießen wir nacheinander jeweils ein Pilz und ein Paprikastückchen nacheinander hier auf. Und fertig ist die erste Beilage. Die kann man wirklich super gut vorbereiten. Schon vorher im Kühlschrank auch abgedeckt einfach lagern und dann einfach aufspießen. Und dann brauchen die auf dem Grill ungefähr so 15 Minuten.